Hallo, willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Oh, dann fliegen wir mal zum Roshi. ネタ目は呼ぶもの実ちゃんだけど、めちゃくちゃ強いんだ。まあ、ちょっとエッチなんが、たまに傷だけど。オラの一番の親友で、ライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん。オラの知ってるやつの中じゃ、かなり強い方だと思う。あとは、ブルマっちゅう女が来てるはずだ。 Das schon ist Kamehaus. Son Goku! Goku! Son Goku! Yo! Yo! Ara! Nani, Sonoko? Oh, wer ist dieser kleine Mann? Das ist mein Sohn. Auch die Animation, wie im Anime. Ist das geil oder ist es geil? Ich weiß nicht, wie dieses Spiel einfach so ein bisschen unterm Radar sein konnte, weil, ich weiß nicht, es wurde wahrscheinlich überschattet von Final Fantasy und Cyberpunk. Aber trotzdem, also es ist jetzt schon nach kurzer Spielzeit echt bisher mein Game of the Year. Ich find's so geil. Ach, könnt weinen. Es ist so toll. Es ist einfach ein wahr gewordener Dragon Ball Traum. Was? Goku no ko. Dein Sohn? So da yo. Ja, krass, oder? Konnichiwa. Schön euch kennenzulernen. Hi. Konnichiwa. Ebenfalls. Son Gohan chun da. Er heißt Son Gohan san. Son Gohan. So ka. Son Gohan, du hast ihn nach deinem Opa benannt, was? Ah, ii Name da ro. Ja, das passt zu ihm, oder? Ja. Nimmelfälliges Wiedersehen, du hast Krillin schon ewig nicht mehr gesehen. Rede mit ihm. Na, Muten Roshi, wie geht's? Ich kann immer noch nicht glauben, dass du jetzt wirklich ein Kind hast, Son Goku. Er gleicht seinem Vater bis aufs Haar. Das stimmt. Na, Bulma, wie geht's? Chichi hat tolle Arbeit geleistet, so ein artiges Kind großzuziehen. Krillin, mein alter Freund. Goku, umae saikin shugyou shiteru ka? Son Goku, hast du in letzter Zeit trainiert? Nicht so viel, wie ich eigentlich vorhatte. Chichi wird immer wütend, wenn ich zu viel trainiere. Weißt du, was ich meine? Genau, ja, ich habe auch trainiert. Da Piccolo sich um alles kümmert, war es in letzter Zeit ziemlich ruhig. Oi, onushitachi, nani o hanashite oru nja? Ihr hey beiden, worüber redet ihr? Nichts Wichtiges. Ich hätte schwören können, dass ihr beide euch darüber unterhalten habt, dass ihr euer Training vernachlässigt. Ja, du hast doch alles... Was, Muten Roshi? Du alter Lustgereis? Ich habe wohl vergessen, dass es tägliches Training bedarf und man nichts nur zu besonderen Gelegenheiten trainiert. Ihr solltet euch jeden Tag bewegen, lernen, spielen, essen und schlafen. Das ist die Schildkrötenschule. Dagegen kann ich nichts sagen. Damit ihr niemals euer tägliches Training vergesst, habe ich eine kleine Herausforderung für euch. Du hast das Schildkrötenschule-Trainingshandbuch freigeschaltet. Meldet euch bei mir, wenn ihr mit eurem Training fertig seid. Jawohl, Muten Roshi. Hey.
無天老師様。やばいもんのらしい。うん。さてと、わしはいつものお楽しみよ。Und jetzt wieder zurück zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Der alte Lustkreis. Du hast folgende Seelenabzeichen erhalten, Muten Roshi. Du hast Muten Roshi als erwachsenen Community-Anführer erhalten und ein neues Community-Board freigeschaltet. Erwachsenen Community. In dieser Community kannst du Community-Skills aktivieren, die dir beim Verdienen von Zenny helfen. Beteilige dich an dieser Community, wenn du mehr Geld erbäumen willst. Achso. Das ist ja nur Muten Roshi. Wen gibt's denn sonst wahrscheinlich noch so? Dame Chichi? Da ist Song. Oh Gott. Irgendwas hat hier gerade gerumst im Haus. Der Boden hat gebebt in meiner Wohnung. Fuck. Hilfe! Ich will doch nur Dragon Ball spielen. Das ist zu viel verlangt. Mann. Gott, ist das frech. Seelenabzeichen Einzelhandel. Gucken wir mal rein. Ein renommierter Kampfkunstexperte, der auch Son Gokus und Krillin zum Meister ist, lebt auf seiner eigenen Insel im Kami-Haus. Super heiliger Text der Kampfkunst, Freundschaftsbelohnung. Bewohner des Kami-Hauses, da fehlen noch welche. Seltsame Beziehungen, alt und weiße, alter und älterer Hase. Community-Stufe. Okay, das haben wir auch noch. Schenke. Haben wir keine? Okay. Geben Feld zu einer blauen Säule oder sprich mit einem Charakter mit einem blauen Ausrufezeichen-Symbol über dem Kopf, um eine Nebenstory zu beginnen. Durch Abschließen von Nebenstories erhältst du EP, wertvolle Gegenstände und oder Seelenabzeichen. Manche Nebenstories können nur zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen werden. Schließe sie also ab, wenn du kannst. Nebenstories können nur mit bestimmten Charakteren abgeschlossen werden. Wenn du eine Story nicht abschließt, lies Tipps und wechsle den Charakter. Das war ermüdend. Ein überflüssiges Wiedersehen. Sprich nochmal mit Krillin. Nö, ich spreche erstmal mit der Schildkröte. Du! Hm? Was ist los mit dir? Du siehst ziemlich mitgenommen aus. Hm. Oh, da stimmt was nicht. Verbirgst du was? Anno. Ich, Kulia! Potztausend. Er hat schon wieder mein Buch versteckt. Das ist Muten Roshis Stimme. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Er ist weg? Oh. Hey, Son Goku. Hast du diese verdammte Schildkröte gesehen? Us. Schildi? Ja, aber sie ist irgendwo hingelaufen. Weggelaufen. Nun ja. Billy, du nennst ihn immer noch so? Du weißt, dass das nicht sein Name ist, oder? Ach, vergiss es. Wo ist mein Buch? Die Nervensäge hat irgendwo mein Buch versteckt. Was für ein Buch ist es denn? Ist es etwas Besonderes? Natürlich ist es was Besonderes. Das ist mein größter Schatz. Wenn ich es nicht habe, dann... Muten Roshis Ein und Alles. Die Schildkröte hat Muten Roshis Buch versteckt. Es muss sich irgendwo in der Nähe befinden. Muten Roshi helfen, das Buch zu finden? Ja, klar. Oh yeah. Also, wenn es dir so wichtig ist, könnte ich dir helfen, das zu finden. Wirklich? Das ist aber sehr nett von dir, Son Goku. Also, was für ein Buch ist das denn? Es ist, eine Badeanzug-Fotosammlung. Mann, du hast dich wirklich kein Stück verändert, Muten Roshi. Ich suche auf dem Dachboden, du suchst draußen. Wird gemacht. Okay, hier draußen soll das... Sprich als Son Goku mit Leuten und versuche mehr über die Fotosammlung herauszufinden. Hey... Da liegt was. Son Goku und Bulma helfen einer Schildkröte, die sich verlaufen hat, ins Meer zurückzukehren. Als Dank stellen sich die zwei dem Herr der Schildkröten, Muten Roshi, vor.
Und Roshi schenkt Son Goku zur Belohnung die Genojun und Bulma den Dragon Ball, den er um den Hals trägt. Haben wir noch eine Erinnerung erhalten? Voll schön. Checken von Mutant Roshi wurde aktualisiert. Da schauen wir später nochmal rein. Erstmal laufen wir ein bisschen hier rum. Gucken nochmal. Das ist so geil, das Kami-Haus, ne? Das schmutzige Buch vom alten Knacker? Als ob ich das wüsste. Dann, weißt du, wo ich Chili finden kann? Wenn du Chili, Schildkröte suchst. Er ist in dem hinteren Teil vom Haus. Ah, guck mal, was ist das für ein Orb? Heiliger Text der Kampfkunst. Yeah! Ein Geschenk. Voll geil. Können wir das schon einsetzen? So sieht das UI-Design aus. Erinnere mich so ein bisschen an Persona 5. System, Enzyklopädie öffnen, die Dragon Balls benutzen. Was? Ich bin vollkommen überfordert. Was ist hier los? Charaktere, Gruppe, Gegenstände, Story, Community. So. Seelenzeichen, Community Board. Kann ich da alles mit den Geschenken eigentlich machen? War das so? Nee, ne? Nee, ich glaube, dazu müsste ich in die Seelenabzeichen rein. Ach, guck mal, da sehe ich, wie viele Orbs ich angesammelt habe. Ich habe sogar zwei farbige Seelenabzeichen. So, Mutant Roshi, da ist er. Seelenabzeichen, Einzelheiten. Geschenke, heiliger Text der Kampfkunst, ein Geschenkgegenstand, Zerkriegerfähigkeit plus 2, Freundschaft plus 3. Heiliger Text der Kampfkunst benutzen. Jawohl. Oh, geil. Ah, okay. Ab 60 bekomme ich super Heiliger Text der Kampfkunst und ab 80 dann Karte 7. Geheimnis des Erfolgs. Erwachsene ist auf Max dann. Okay. Warte, ich wollte nochmal was gucken. Tiere, Community Board zu erhöhen. Okay. Alles klar. Cool. Okay, sie ist im hinteren Teil des Hauses. Das hintere Teil des Hauses. Hier geht's ja wieder raus, ne? Im Haus kann ich irgendwie nicht schnell laufen, das geht nicht. Cool, jetzt kann man hier... Man kann sich einfach so im Kami-Haus bewegen. Guck mal, das sieht 1:1 aus wie aus der Anime-Serie. Da ist der Fernseher, den sie dann alles verfolgt haben. Das ist schon krass. Ah, das ist quasi die Aura, die ich damit sehen kann. Warte mal, hinteren Teil des Hauses. Vielleicht ist jetzt nicht im Haus, sondern draußen. Ah, guck mal. Da lungert's rum. Us. Hey Shelly, also, wo hast du das Buch von Mutant Roshi versteckt? Das heißt Schildkröte, Son Goku. Das solltest du doch mittlerweile wissen. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht sagen, wo das Buch ist. Mutant Roshi hat genug von dem Zeug gelesen. Er muss mal ein wenig Selbstbeherrschung lernen. Und deswegen gehört es unter die Erde. Die Erde, Moment mal. Hat er es irgendwo vergraben? Scheint so. Aber die Frage ist, wo hat die Schildkröte das... Ach, guck mal hier. Hier im Dreck... Hat etwas gegraben. Ist es den näher anschauen? Ja, klar. Sieht so aus, als wäre hier Sieht aus, als wäre es hier irgendwo vergraben. Dann lege ich mal los. Ah, haha, da ist es ja. Das ist das Buch für Mädchen gefunden. Okay. Du! Hey, ich habe dein Buch gefunden, Mutant Roshi. Ah, du hast es gefunden. Du bist der beste Son Goku. Du hast alle benötigten Gegenstände übergeben. Ich wusste, dass es richtig war, dich als Schüler anzunehmen. Ich vertraue darauf, dass du mir nochmal hilfst, wenn diese lästige Schildkröte es wieder versteckt. Ja, na klar. Story abgeschlossen. Geil.
Demeter, was ist das denn? Bufer Erwachsener, lebhafter Fisch, Kraut? Ich wollte gerade Unkraut sagen. Okay, da haben wir noch ein Geschenk bekommen, das wir einsetzen können. Roten Roshis Community Board. Trophäe erhalten, helfende Hand. Community Board. Ah, nee, Seelenabzeichen war's. Ladezeit. So, Seelenabzeichen. Dann. Lüb. 5% Chance auf Raserei. Community-Fähigkeit. Cool. Hey. So. Ufer, Erwachsene. Ein Geschenkgegenstand. Erwachsenenfähigkeit plus 2. Freundschaft plus 3. Kriegt Mutten Roshi. Jawohl. Ah, da seht ihr. Erwachsenen-Community hat einen neuen Rang erreicht. 2. Ziemlich cool. So, jetzt haben wir einen neuen Rang. Verkaufspreis für Gegenstände plus 5. Das heißt, wir kriegen mehr Geld. Aber Chichi muss noch ein bisschen was kriegen. Bis zum nächsten Rang 11. Nahkampfangriff plus 1%. Sehr schön. Okay. Monoshi und drei andere Seiten wurden aktualisiert. Okay, dann sprechen wir jetzt mal mit Krillin. Hey Son Goku, Mutten Roshi hat zwar vorhin darüber geredet, aber naja, Training ist ziemlich wichtig, oder? Ich kann nicht zulassen, dass die ganze Stärke, die ich erhalten habe, vergeudet wird. Also habe ich vor, wieder ein ernsthaftes Programm zu absolvieren. Was? Willst du damit etwa sagen, dass du gegen mich kämpfen möchtest? Gegen dich? Vielleicht ein anderes Mal. Zuerst werde ich mich auf gegenseitige Simulation konzentrieren. Auf geistige. Geistige Simulation? Ach, du meinst, das spielt sich nur in deinem Kopf ab. Das solltest du irgendwann mal versuchen. Du hast von Krillin eine D-Medaille bekommen. Was ist das? Das könnte man wahrscheinlich als Trainingsandenken bezeichnen. Oh, okay. Der Gute an geistigen Simulationen ist, dass man sie überall durchführen kann. Wie zum Beispiel an diesem Strand. Okay, ich versuche es. Trainingsplatz wurde freigeschaltet. Okay. Ich sehe den Trainingsplatz an, ein überfälliges Wiedersehen. Hat sie eigentlich noch was zu sagen? Chili? Ich wünschte wirklich, Mutten Roshi würde sich ändern. Ach, so ein Goku-Mensch. Ich dachte, ich kann hier noch irgendwas finden. Kann ich mich im Haus eigentlich noch weiter umsehen? Geht das? Oh. Nein! Eine unsichtbare Wand. Scheiße. Über den Tisch gehen geht auch nicht. Man hat zwar hier Möglichkeiten, aber es ist ein bisschen eingeschränkt. Was haben wir denn da? Superangriffsliste. Vorne Stufe 2. Folge Energiestrahl. Benötigt es Chi 23. Eine manuell gezielte, zielsuchende Chi-Salve Mentor-Trefferwahrscheinlichkeit kann gegen mehrere Gegner eingesetzt werden. Was haben wir noch? Nichts. Okay. Aber ich habe doch noch eine bekommen. Versuchen, Folge-Energiestrahl zu lernen? Ja. Mal. Wenn du einen Angriff auf kurze Distanz ausweichst, drücke X in dem Moment, in dem dich der Angriff treffen würde, um einen Ausweichmanöver zu vollführen. Daraufhin bewegt sich dein Gegner verlangsamt und bietet dir die perfekte Chance für einen Gegenangriff. Außerdem füllt sich beim erfolgreichen Ausweichmanöver deine Spannungsanzeige. Ausweichen hilft bei der Offensive, der Defensive und bei der Bewegung. Also ist es wichtig, diese Fähigkeit zu meistern. Ach so, okay.
super Angriff Unterstützung. Du kannst Angriffe blocken, indem du L2 hältst. Selbst wenn du durch einen Angriff Schaden nimmst, kannst du sofort anfangen, ihn zu blocken und dadurch so wenig Schaden wie möglich zu erleiden. Doch wenn du den Angriff zu lange blockst, wird deine Abwehr am Ende durchbrochen und du wirst für eine gewisse Zeit wehrlos. Du kannst verhindern, indem du abwechselnd ausweichst und blockst, wenn du bei einem Angriff in der Defensive bist. Neue Trophäe. Trophäe hat neue Kraft. So. Du hast Folge-Energiestrahl erlernt. Cool. Gefällt mir. Gut. Für den Moment habe ich genug trainiert. Vielleicht werde ich noch etwas länger mit den anderen reden. Vielleicht nochmal mit Krillin. Okay. Na, Goku. Okay. Okay. Er sieht so, also aus wie du, aber er ist auch so, aber ist er auch so stark? Ich wette, dass er ziemlich stark ist, aber genau weiß ich es nicht, weil Chichi mich ihn nicht trainieren lässt und es ist deshalb nicht herausfinden kann. Möchtest du wirklich mit der Geschichte fortfahren? Ja.隕石じゃねえぞ。 何者だおめえ。戦闘力たったの5か。5ミリ。動くんじゃねえ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離 4880 カカロットか。 Jetzt sind wir in der Haut von Piccolo, das ist ja geil. Drücke beim Fliegen L3, um einen Boost zu erhalten und dein Tempo zu steigern. Dabei wird Chi verbraucht, weshalb du deinen Chi-Verbrauch beim Boosten im Auge behalten solltest. Wenn du den Boost beendest, wird dein Chi automatisch wieder hergestellt. Wenn du im Feld oder im Flug L1 gedrückt hältst,
Kannst du das Chi von Tieren, Pflanzen oder anderen lebenden Dingen in der Nähe entdecken. Nutze diese Funktion, um Objekte zu jagen, was? Um Objekte zu jagende Tiere, Dinosaurier, Schlüsselobjekte, Essen, Trainingsplätze und mehr zu finden. Eine großartige Möglichkeit, um Dinge in großer Entfernung oder spezielle Dinge zu finden. Also nutze sie, wenn es geht. Wenn du im Feld unterwegs bist, drücke L1, um deine Umgebung nach Chi abzusuchen und festzustellen, wo Gegner sind, wie viele es sind und in welche Richtung sie blicken. Blau, Gegner, die schwächer sind als du. Gelb, Gegner, die so stark sind wie du. Rot, Gegner, die stärker sind als du. Mit L2 gelangst du in die Ego-Perspektive. Drücke in der Ansicht Viereck, um eine Chi-Explosion abzufeuern. Oder halte die Taste gedrückt, um eine aufgeladene Chi-Explosion abzufeuern. Triffst du ein Tier mit einer Chi-Explosion, betäubst du es, sodass du es leichter fangen kannst. Du kannst auch auf Gelände und andere Hindernisse feuern, um Materialien zu sammeln. Versuche im Feld verschiedene Dinge zu treffen. In dem Bereich befinden sich besondere Windtunnel, die man Luftwege nennt. Der Weg durch Luftwege ist eine großartige Möglichkeit, Zeckkugeln zu sammeln. Du kannst einen betreten, indem du entweder den Eingang oder eine beliebige Stelle am Tunnel berührst. Sobald du drin bist, wirst du automatisch vom Wind transportiert. Du kannst einen Luftweg mit einem geboosteten Flug verlassen, aber du kannst ihn beim Boosten nicht betreten, meine Güte. Phantomluftwege sind seltene Wege, die im Feld erscheinen. Sie erhalten nicht nur mehr Z-Kugeln als normale Luftwege, sondern auch seltenere Z-Kugeln und Objekte. Allerdings verschwinden sie, sobald du den Bereich verlässt, also nutze sie, solange du kannst. Oh, das ist so viel Text. Intergalaktische Invasion. Begib dich in Richtung des mysteriösen Chi und finde heraus, was da los ist. Okay. Wir sind mit Piccolo unterwegs und ich würde sagen, in der nächsten Folge spielen wir dann mit Piccolo weiter und gucken dann, wer dieser mysteriöse Mann ist. Aber wir wissen eigentlich, dass es Raditz ist. Son Gokus Bruder. Oh mein Gott. Also dann, bis in der nächsten Folge bei Dragon Ball Z Kakarot. Ja, bis zur nächsten Folge. So, also dann, macht's gut. Bis dann. Tschüss.